Hallo und herzlich willkommen zurück zu Atlas Fallen und dem Beagle. Ich möchte zur Hauptquest gehen. Ich muss nur gucken, wie ich da hinkomme. Ei, ei, warte. So. Ich habe meine Rüstung farblich ein bisschen angepasst. Ein paar Farben sind sogar geblieben aus dem Original. Warte mal. Das war doch irgendwo hier, ne? Irgendwo hier war es doch, glaube ich. Oder? Oh. Eine Strähne deines Haares. Einst geliebt. Nee, halt die Schnauze. Vielleicht können wir einige Haare von diesen Toten bekommen. Aber wir sollten uns zuerst um diese Phantome kümmern. Man merkt, dass das Spiel irgendwie ein bisschen auf Koop ausgelegt ist bei manchen Sachen. Ich habe die Befürchtung, dass wenn ich einmal die Rüstungssets alle voll habe, egal in welche Richtung, dass das Spiel noch ein bisschen Pain in the Ass werden könnte. Ich sage könnte, es muss nicht sein. Okay, ich will jetzt erstmal eigentlich nur durch. Dann hoffen wir mal, dass wir zügig einfach alles finden, was wir brauchen. Wirklich dazwischen gefallen. Oh, komm, was soll der Scheiß? Das so gut wie da, oder? Lass mich dir beim Sehen helfen. Ja. Angeblich bin ich so gut wie da. Angeblich. Lass mich raten, ich soll gar nicht im Krater sein. Kann es das sein?
weiß nicht, wo ich hin muss, Leute. Es ist zum Kotzen. Ja, hier nicht. Ohne Witz, warum finde ich den Scheiß jetzt nicht wieder? Oh, ich hasse diese Karte. Auf so vielen Ebenen. Ich kann es nicht anders sagen. Die ist so unübersichtlich. Und der Marker ist genauso unübersichtlich. Und ich verstehe das nicht. Ey, das scheint einfach nicht Deck 13 Ding zu sein. Übersichtliche Karten zu machen. In Venedig ist es ja auch so ein Pain in the Ass. Man hätte zumindest kennzeichnen müssen, oben, unten, unten, oben. Mein Gott. Warum habe ich solche beschissenen Gegner hier? Ich will dagegen nicht kämpfen. Oh, jetzt bin ich noch viel weiter weg. Mann! Oh, Leute, das geht gar nicht. Das geht einfach gar nicht. Ey, die Orientierung so beschissen zu machen, geht wirklich gar nicht. Nein, kennzeichnet mir bloß nicht, wo oben und unten ist. Ich könnte ja nur den Weg finden. Oh, wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Ja, nimm es mit. Wo zum Fick muss ich hin? Könnte uns helfen zum Wachen. Ja, ich habe aber nicht alle Sachen zusammen. Vielleicht können wir Finderin und die Jäger erreichen, die der Bergmann erwähnt hat. Es sieht nicht so aus, als ob ich es freilegen könnte. Noch nicht. Es gibt ein fehlendes Teil, das wir dafür brauchen. Ich werde jetzt nicht wirklich die ganze Zeit von A nach B geschickt für nichts. Leute, das hat mich in Final Fantasy auch schon so maßlos aufgeregt. Ich werde für nichts und wieder nichts und wieder nichts von A nach B nach C und dann wieder zurück nach A geschickt. Das ist Spielzeitstreckung schon wieder. Was machst du hier? Trägerin des Gauntlet. Ich wurde von der Kommandantin geschickt, Meine Schwester sollte dort sein, also habe ich diese Chance. Ich kann nicht kämpfen, wenn ich nichts. Es gibt Fackeln auf dem Weg. Sie wurden hier, nimm das. Damit. Wie finde ich Folge einfach. Sorry Leute, aber ich kann. Ich ertrag die Doki, die Dialoge Folge einfach dem Weg. Nicht mehr, ne? Mein Gott, ich will Fackeln? Raus, Folge ich will hier raus, ich will aus dem Dialog sie raus. Sehen. Sie stehen am Wegesrand. Ja. Ich bin dabei, sie anzuzünden. Ich danke dir. Ich mag kein Ritter sein, aber ich kann nicht... Ja, halt die Schnauze, du unfähiger Arsch. Entschuldigt, Leute, dass ich jetzt gerade so die Nerven verliere, aber diese Karte ist so furchtbar.
Und dieses die ganze Zeit von A nach B rennen, ich habe mich da über in Final Fantasy so maßlos drüber aufgeregt, dass ich da den Boten gespielt habe für wirklich gar nichts. Und jetzt machen die hier die gleiche Scheiße. Haben die sich gedacht, geil, Final Fantasy hat sich so gut verkauft, lass uns mal den beschissensten Teil davon übernehmen, oder was? Du da! Du siehst aus, als würde... Das stimmt. Das ist der letzte Vorrat, den ich habe. Traurig. Sie sind selten. Angespannt wie Draht auf einer Spule. Das sind beeindruckende Leute. Toll. 1000 habe ich beisammen, ja? Ich brauche 8000. Du bist die Trägerin des Gauntlet. Wir waren auf der Jagd. Die Wachtürme flammten auf. Ich habe es zurückgeschafft. Ich habe wertvolle Sachen zurückgelassen. Etwas... Wenn nur der Wachturm nicht wäre. Wo hast du deine Sachen gelassen? Es ging ab. Wenn ich deine Habseligkeiten finde, bringe ich sie dir zurück. Es soll, Leute, dass ich die Dialoge überspringe, aber sie sind genauso belanglos wie in Final Fantasy 16 und da ist es mir so schwer gefallen. Jetzt ich bin auf der Suche nach einem Jäger. Einem seltsamen Jäger. Man hat mir gesagt, er wüsste etwas über dieses Gebiet. Ich nehme an, dass du diese Trägerin des Gauntlet bist, von der ich gehört habe. Das bin ich. Es ist also wahr, was sie sagen. Es gibt eine weitere Phantomjägerin in unserem Gebiet. Du jagst Phantome? Ja, aber nur die Kleinen. Sie lassen Essenzmaterialien zurück. Nützliches und wertvolles Zeug. Und lukrativ. Kennst du dann vielleicht einen seltsamen Jäger? Hier gibt es jede Menge seltsame Leute. Aber es gibt nur einen, der mir einfällt. Das könnte dein Mann sein. Er wohnt südöstlich von hier. Lass ihn mich für dich markieren. Und ja, er ist seltsam. Ich würde ihn genauso beschreiben. Wo kann ich den seltsamen Kerl nochmal finden? Südöstlich von hier. Komm hierher zurück, wenn... Ich nehme... Das bin ich. Es ist also wahr... Alter, sie hat eine Quest für mich. Wo wohnt die Hauptstadt? Poetische Muse. Ein neues Zuhause. Ja, wo soll der sein? Eine Brücke aus der Vergangenheit, Hauptquest. Was zurückblieb, Rückengang. Okay. Ja, auch wieder am Arsch der Welt. Ich musste jetzt von der Hauptstadt quer bis zur Mine und von dort aus zu diesem Lichtding, von dort aus zu der Jägerin hier und von dort aus zum nächsten Jäger, der mich vermutlich wieder in Richtung Relikt schickt, womit ich wieder zurück zur Mine oder zu dem... Hört das Echo eines Ambosses. Wo? Wo? Am Berg ist nicht nützlich. Taktik gerade finde. Für was eigentlich?
Sein. Er sagt, man hat einen Amboss gefunden. Er sagt mir aber nicht, wo. Ich lieb's. Von dieser Seite können wir nicht zum Wachturm gelangen. Es muss einen Weg auf der anderen Seite geben. Halt die Schnauze, ja. Ich will auch gar nicht zum Wachturm, verdammte Scheiße. Ich möchte hier raus. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Gehst nur mal kurz irgendwo lang und schon ist alles scheiße. Cool. Gegrüßt. Mir wurde gesagt, dass du mir vielleicht helfen kannst. Ich muss den Wachturm oben auf der Klippe erreichen, aber der Weg wurde durch eine Explosion zerstört. Ich habe auf dich gewartet. Ich habe ein Stück des Gauntlets. Warte, was? Wie kannst du... Wer bist du? Ich bin ein Freund, der will, dass Telos verschwindet und meine Meisterin in Sicherheit ist. Welche Meisterin? Ich werde mehr brauchen als das. Ich spüre nichts Verdächtiges. Das Stück ist echt. Mach dir keine Sorgen. Du wirst meine Meisterin noch früh genug kennenlernen. Das ist es. Dieses Stück ist der letzte Teil der Aufdeckungskraft. Mit ihm kannst du Strukturen aus der alten Vergangenheit ausgraben und enthüllen. Und mit diesen können wir den Wachturm sicher erreichen. Wir brauchen nur mehr Splitter, damit es klappt. Ja, ein... Direkt hier? Da ist etwas in der Nähe. Wir sollten im Sand suchen. Nicht das, was wir brauchen. Ach, sag bloß. Wir haben alle Splitter gefunden, die wir brauchen, um den Gauntlet neu zu spielen. Nichts, was wir brauchen können. Ja, aber... Er sagt zwar, hier in der Nähe ist ein Amboss, aber ich weiß halt nicht, wo. Also werde ich wohl zu diesem Amboss müssen. Es ist halt auch nur Blödsinn in den Kisten. Deine Rüstung könnte etwas Aufmerksamkeit vertragen. Dich. Wir können sie an einem Amboss verbessern. Thank you.
stehen habe ich keinen Bock, aber erst auf 6. Ich kann es mal versuchen. Oh, natürlich. Dann fehlen jetzt noch über 5000 ungefähr. Der Schüttler. Das ist sein Ernst, dass er sich der Schüttler nennt, ne? Der Weg muss erleuchtet werden. Er hat nämlich Schiss. Der Weg denn erleuchtet werden? Ich bin doch jetzt schon dran vorbei, oder? Ja, bin ich. Hä? Deine Augen sind jetzt geöffnet. Ja, ja, danke. Denn jetzt auch? Ja, hab ich. Sein Scheiß ernst. Alter, wo? Nächste Folge mit der Hauptquest weitermachen. Konntest du die Fackeln zum Bergbaudorf an? Ja. Ich müsste alle angezündet haben. Ich danke dir. Ich wünsche dir ab. Okay, jetzt fehlen mir noch echt 4000. Was habe ich denn hier in der Nähe überhaupt für Optionen? Ist ja gar keine. Und hier, ne? Dann gehe ich zu diesem Amboss zurück, um zu speichern, denn ich für heute bin ich echt gediegen durch. Also je länger ich das Spiel spiele, umso mehr merke ich, dass es
doch einiges an Schwächen hat, aber ich glaube dazu dann halt mehr, wenn ich die gesamte Story des Spiels kenne. ...8400 sogar, ach komm schon. Aber sei's drum. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Ich hoffe, dass uns das jetzt nicht zu oft passieren wird, dass wir wirklich von A nach B, nach C, nach D, nach E und dann wieder zurück müssen. Das ist nämlich für mich so die billigste Form von Spielzeitstreckung. Richtig schlecht getarnt. Versteht mich nicht falsch, es kommt auch bei anderen Spielen vor, dass man von A nach B nach C und wieder zurückrennen muss. Aber oft ist es so viel besser getarnt. Also auch hier haben wir das ja so oft gehabt, schon am Anfang. Im ersten Gebiet, wir mussten die 3 Senssteine finden, konnten dann erst weiter und. Das mag auch eine Form von A nach B nach C rennen sein, aber eine Form, wo ich selbst bestimme, in welcher Reihenfolge ich das mache. Ich selbst bestimme, ob ich eventuell noch... Okay, hier kann ich auch bestimmen, dass ich noch andere Quests neben mache, aber... Dennoch fühlt sich das für mich gerade nach Spielzeitstreckung an, die ich zum Beispiel... Obwohl die erste Hälfte langatmig war, weil es Einführung war und man das Gefühl hatte, die Story kommt gerade nicht so richtig ins Laufen, wobei ich immer noch das Gefühl habe, dass ich nicht alles an Story bekommen habe, in dem Sinne, als dass ich sage, boah, jetzt habe ich aber vollumfänglich alles hier verstanden, außer dass es darum geht, den Gott zu töten. Wenn das alles ist, was das Spiel mir sagen möchte, dass man mit einem Gott einen Gott töten kann, dann muss ich sagen, ist das eine richtig schwache Story. Ich hoffe einfach mal bei Deck 13, dass da noch mehr kommt. Das werden wir dann aber sehen. Je länger ich das Spiel spiele, merke ich, dass das Spiel doch so seine Macken hat. Was den Spielspaß, gerade wenn man schon recht lange spielt, vielleicht auch ein bisschen unkonzentrierter ist, doch deutlich ein bisschen schmälert. Deutlich ein bisschen, ne? Das schmälert es doch ordentlich. Zumindest in den Momenten, wo man dann etwas gefrustet ist, wenn man eigentlich nur vorankommen möchte und dann wird man auf so einen Nonsens-Scheiße losgeschickt. Das finde ich sehr schade. Aber gut. Haut rein.